Bloß nicht auf die Lüge der anfängerfreundlichen Kulturen herein. Da gibt's nämlich einige Pflanzen, die als anfängerfreundlich betitelt werden, die eigentlich gar nicht anfängerfreundlich sind. Wenn du die mal angebaut hast, denkst du, warum hat man mir das überhaupt empfohlen, die anzubauen? Welche Pflanzen das genau sind? In dem Video. Und nach dem Video, falls ihr Anfänger seid, könnt ihr dann die Leute auslachen, die dann behaupten, dass zum Beispiel Radieschen anfängerfreundlich wären. Und das liegt vielleicht an der Tatsache, dass sie schnellwüchsig sind und du sie vielleicht schon nach 4 Wochen ernten kannst. Aber die meisten haben dann wieder im Kopf, ich hätte gerne die perfekte runde und große Radieschen oder Radiesler aus dem Supermarkt. Das haben die meisten im Kopf, wenn sie meinen, okay, ich hätte gern diese schönen Radieschen. Ich schaue auf Saatgutpäckchen, ah, perfekte Radieschen. Ich schaue aufs Internet, perfekte Radieschen. Ich schaue im Supermarkt, perfekte Radieschen. Und in Wirklichkeit streust du sie dann aus und dann merkst du schon, oh, da gibt es ja so einige Sachen, die ich ja hätte beachten müssen. Der Boden muss ja locker, flockig sein, soll auch einen Humusanteil haben. Und ein sehr wichtiger Punkt ist, die Radieschen brauchen regelmäßige Wasserzufuhr. Sonst wachsen sie nicht schnell und wenn sie dann zu lange zu trocken stehen oder es dann noch zu heiß wird, dann neigen auch einige dazu, manchmal in die Blüte zu gehen. Die bilden dann gar keine Knolle aus, sondern einfach gleich die Blüte. Das hatte ich auch schon mal, auch in meinen Anfängen, war ein bisschen ärgerlich, das irgendwie so festzustellen. Dann solltest du dir vielleicht auch unbedingt Zeit nehmen, die schön sauber einzeln in die Rillen auszusehen und auch die entsprechenden Abstände zu halten, denn wenn die zu eng gesetzt werden, dann werden die auch keine schönen Knollen bilden und die sind sehr schnell wüchsig. Verpasst du dann das Zeitfenster, dann war es das auch, die holen das nicht mehr aus und gehen dann auch wieder gleich in die Blüte. Das heißt, schön die Abstände einhalten, eine gute Wasserversorgung, dann wirst du mit höherer Wahrscheinlichkeit deine schönen großen Knollensorten abhängig natürlich, da musst du auch wieder auf Saatgutpäckchen schauen, dass du dann den perfekten Radieschen wie aus dem Supermarkt bekommst, eine Bilderbuchradieschen. Außer du hast jetzt im Boden irgendwelche Drahtwürmer, Nematoden oder sonst irgendwas, die dir dann irgendwie ein paar Löcher in die Radieschen reinzimmern. Oder auch Schnecken, die sich auch meinen, okay, ich knabber jetzt gleich die Wurzel an. Und schon schlimm genug, dass die Schnecken meinen, sie müssen an den Knollen der Radiesler ein paar Löcher reinzimmern, sondern das machen die auch teilweise bei mir bei den Möhren, dass sie dann oben am Kranz, da wo dann die Möhrchen so kurz rausgucken, dass sie dann da die Löcher reinmachen und sich dann in die Knolle reinbohren. Und du dir denkst so, das ist so eine schöne Knolle geworden, wenn die noch ein paar Wochen drin geblieben wäre. Aber nein, ich muss die jetzt rausnehmen, weil sonst fängt sie an zu schimmeln oder die fressen weiter durch die Knolle durch. Komischerweise werden Möhren auch als Kultur für Anfänger empfohlen, was ich auch nicht ganz verstehen kann. Okay, man sät die halt einfach einmal aus und dann lässt sie wachsen, muss eigentlich nicht so viel Pflege damit reinstecken. Es kann sein, dass sie dann auch zu einem Selbstläufer werden, vor allem wenn man so einen schönen Sommer hat, wie wir den haben. Der ist eigentlich für Möhren ziemlich gut, aber anfängerfreundlich würde ich dir jetzt nicht unbedingt bezeichnen, denn du musst erstens achten, dass du einen sehr humusreichen und lockeren Boden hast, damit sie sich ja erstmal ihre Pfahlwurzeln bilden können. Hast du einen Boden, der schon nach 20 cm verdichtet ist, dann wirst du keine schönen Pfahl rausernten können, sondern du wirst dann Actionfiguren aus der Sache rausernten können. Könntest du vielleicht auf dem Markt irgendwie verkaufen, da sind mal coole Sachen mit dabei, aber die Wurzeln werden sich dann spalten sozusagen, die werden dann in mehrere Richtungen dann irgendwie rumwachsen. Deswegen musst du halt dann auch schauen, dass dein Boden tiefgründig locker ist, am besten keinen Mist einarbeiten, das mögen die auch nicht so, dann lockst du ein paar auch mehr Schädlinge ran. Dann hast du das gleiche Problem wie bei dem Radieschen, dass dann auch Drahtwürmer, Nematoden sich auch gerne mal in die Wurzeln mit reinfressen. Wie gesagt, die Schnecken oder der Erzfeind Nummer 1, die Wühlmaus, die dann die ganze Wurzel mitnimmt. Was man dagegen tun kann, habe ich auch ein Video gemacht. Werde ich dir auch hier irgendwo verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Die Wühlmaus, eieiei. Also mein Baumstamm angeknabbert, der ist schöne Maulbär. Dann ist es auch noch so, dass die Möhre eine ziemlich lange Keimdauer haben kann und du musst halt immer gucken, dass alles schön feucht ist. Dann wächst die auch nicht so schnell im Vergleich zum Beikraut beispielsweise. Und dann denkst du auch schon, musst du schon wieder ein bisschen drum hacken oder rausreißen. Aber wenn du dann aufpasst, dass du nicht dabei noch die ganzen Möhrenkeimlinge mit rausziehst. Also es ist schon doch alles recht aufwendig, das Ganze. Und
weiß ja nicht, ob das alles so anfängerfreundlich ist bei der ganzen Arbeit, die man da mit drin hat, bei den, für die Möhren. Gut, wenn du die im Freiland setzt, ist halt umso schlimmer. Die könntest du irgendwie in einem Fass oder eine Tonne reinsetzen, da Erde rein, dann wirst du perfekte Pfahlwurzeln vielleicht ernten können. Da vielleicht schon. Bei so einer sterilen Erde, wo dann kein Beikraut kommt. Aber das ist dann wieder schon so eine künstliche gemachte Umgebung. Dann vielleicht ist es anfängerfreundlich, aber so gut. Das ist schon ziemlich viel Aufwand für so eine Wurzel, würde ich sagen. Ne? Da gibt es andere Sachen, die doch einfacher sind. Glaubst du wirklich, dass Salat anfängerfreundlich ist? Falls ja, dann wieder zurück in die Kirche. In Spiritus Sanctus. Und obendrauf, da gibt es eine Schelle. Denn Salat ist nicht so anfängerfreundlich, wie die meisten das so empfehlen. Klar, auch kurze Wachstumszyklen ist dann doch recht einfach, wenn halt viele verschiedene Sachen halt auch wieder funktionieren. Da ist der Pflegeaufwand auch nicht so groß. Also wichtig beim Salat ist halt erstens, er ist ein Lichtkeimer. Solltest du schon bei der Voranzucht nicht zu viel mit Erde bedecken. Dann am besten in der Schale aussehen, dann pikieren, dann die schöne Pflanze. Natürlich auch darauf achten, dass die oberhalb, also nicht tiefer als sie eigentlich ist, setzen, sondern ein bisschen oberhalb, damit sie so vom Winde getragen wird, nennt man das. Weil es dann auch sein kann, wenn du sie zu tief setzt, dass sie dann am Stiel anfängt zu schimmeln. Wenn dann zu viel Regen kommt, dann kann sie am Strunk anfangen, dann von unten weg alles weg zu schimmeln. Oder wenn eine Mulchschicht zu hoch ist, oder wenn eine Schneedecke da ist, dann ist das schon mal der erste Punkt, wo du darauf achten solltest, dass du den halt auch gut setzt. Bevor du eigentlich mit der ganzen Aussaatung der Pflanze beginnst, solltest du erstmal gucken, welche Sorte du überhaupt raussetzt und in welcher Jahreszeit du dich befindest. Und es gibt nämlich Salate für den Frühjahranbau, es gibt Salate für den Frühjahr- und Herbstanbau, ist meistens immer so zusammen. Es gibt auch welche, die sind extra für den Treibhaus-Winteranbau da, und es gibt auch Sommersalate. Die Sommersalate extra dafür, weil sie sind ein bisschen hitzebeständiger, die gehen dann nicht sofort in die Blüte. So ein früher Kopfsalat neigt meistens dazu, dann im Sommer schnell zu schießen. Und setzt du den auch dann direkt im Sommer in so eine Dürreperiode, dann wird dir auch keinen schönen Kopf mehr ausbilden. Der geht dann sofort in die Blüte. Das heißt, du musst dir schon mal erstmal Sorten raussuchen, die für das aktuelle Wetter, für die aktuelle Jahreszeit passen und am besten noch ein bisschen schossfest sind. Und dann gibt es auch noch Sorten, die mögen mehr von den Schnecken gefressen werden. Und dann so einer wie der Forellenschuss, der ist ein bisschen bitterer, die mögen die Schnecken eher weniger. Also es kommt darauf an, okay, kann mal passieren wie bei uns im Frühsommer, dass es dann die ganze Zeit regnet und dann dein grüner Kopfsalat auf einmal braun wird. Wenn du das nicht unbedingt haben möchtest, vielleicht dann auch mehr Sorten ausweichen, die die Schnecken eher weniger mögen. Wobei ich da auch sagen muss, baut endlich mal euren Boden gut auf, mulcht ihn, wirft eure Küchenreste dahin, sorgt für einen verwilderten Garten, dann wird das Schneckenproblem immer weniger. Vertraut mir, dauert natürlich 3 bis 4 Jahre. Für die Leute, die meinen, es dauert mir alles zu lange. Ja, dann setz dich hin und mach das endlich. Und hör auf rumzuheulen. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Dann funktioniert es auch endlich. Investier Zeit darin. Opfer halt mal deine Pflanzen für Schnecken. Dann bauen sie guten Boden auf. Dann hast du eigentlich deine kräftigen Pflanzen, die weniger von Schnecken gefressen werden. Und jetzt zum Schluss haben wir jetzt noch einen richtigen Banger. Und zwar habe ich hier auch noch ChatGPT gefragt, weil ich unbedingt wissen wollte, was zählt denn als anfängerfreundlich. Und der hat mir allen Ernstes Gurken rausgeworfen. Mit der Begründung, besonders einige Gurken sind einfach zu ziehen und wachsen schnell bei ausreichender Bewässerung. Also wegen dem schnellen Wachstum. Die Pflege und das alles dahinter wird dann nicht erwähnt oder was? Gurken, anfängerfreundlich. Oida, wenn ChatGPT wüsste, was dieses Jahr alles abging. Dieses Sommerwetter war überhaupt nichts für Gurken. Um diese Bedingungen, die mir herausgeworfen worden sind, zu erfüllen, brauchst du erstens einen warmen Boden, damit sie erstmal schnell wachsen können, weil die mögen überhaupt gar keine kalten Füße oder kalte Temperaturen. Das schon bei 10 Grad ist bei denen schon eher nicht so gut. Dann darf es natürlich auch nicht zu heiß sein. Die mögen es eigentlich mehr so tropisch warm, aber auch im Schatten. Also die mögen nicht zu starke Temperaturen von 30 Grad plus, dann haben die auch ihre Probleme. Und wenn die dann noch in, zum Beispiel in einem Gewächshaus, wo es dann ziemlich trocken ist, dann sind die zum Beispiel Spinnmilben anfällig.
Wenn es zu kalt ist, dann sind sie anfällig gegenüber falschen oder echten Mehltau. Dann darfst du auch wieder anfangen, die ganze Zeit rumzusprühen. Wenn du schon siehst, ah, nächste Woche nur noch 18 Grad und Regen, dann kannst du jetzt schon anfangen, die ganze Zeit deine Pflanzen einzubesprühen. Dann können sie zum Beispiel auch Rostmilben bekommen, auch eine Krankheit, Mosaikkrankheit. Die Liste von Gurkenkrankheiten ist ziemlich groß. Gurkenwelke, wenn du zu wenig wässerst, dann werden die Früchte bitter. Dann kann ja die Pflanze auch zu absterben. Wenn du zu viel wässerst, die Diva, dann kann Wurzelfäulnis bekommen und bekommt sie zum Beispiel diese Gurkenwelke, weil sie kein Wasser mehr über die Wurzeln aufnehmen kann und du denkst, weil sie die Blätter schlapp sind, gießt du die Pflanze weiter, obwohl das schädlich für die Pflanze ist. Du denkst, so, eigentlich ist der Boden ja schon feucht und ich gieße noch weiter und die Blätter sind immer noch schlapp, ist für dich ein Anzeichen, okay, ich sollte aufhören zu gießen. Dann natürlich immer auf die regelmäßige Bewässerung achten, weil sonst werden die Früchte auch immer bitter. Und ja, also Gurken als anfängerfreundlich zu bezeichnen ist schon, die KI hat noch nie Gurken angebaut. Beziehungsweise die Daten, wo ChatGPT das jetzt her hat, würde mal sehr gern wissen, warum die Gurken als anfängerfreundlich bezeichnen. Also wirklich anfängerfreundliche Sachen sind sowas wie Tomaten, also die überleben wirklich alles. Also da gab es ja Trockenheit, abgefroren sind wieder gekommen, also Tomaten wollen wirklich wachsen oder Kresse. Kresse ist wirklich sehr anfängerfreundlich, das kann man immer anbauen, das ganze Jahr über. Wer da mal Erfahrung sammeln möchte, auch für Kinder, Kresse geht immer, aber Gurken als anfängerfreundlich zu bezeichnen. Von solchen Leuten erstmal gleich Abstand halten. Entweder sie haben keine Erfahrung oder ein Jahr einen Glücksversuch gehabt oder wirklich ein gutes Dürrejahr, wie wir es 2020 hatten. Da wuchsen die Gurken auch ziemlich gut bei mir. Oder die sind richtige Profis und die denken gar nicht mehr darüber nach und sagen, ja, die Gurken sind einfach, kann man einfach anbauen, hab keine Probleme damit. Sind aber Profis. Nichtsdestotrotz, lasst euch nicht beirren. Auch als Anfänger könnt ihr Gurken, Radieschen, Salat und Möhren ausprobieren. Nur braucht ihr auch, dann habt ihr nicht mehr dieses Programm im Kopf, diese Erwartung, dass das anfängerfreundlich und einfach wäre, sondern ihr wisst jetzt, okay, die sind vielleicht doch ein bisschen anspruchsvoller und ich gehe an die Sache ein bisschen ernster heran, dann wird es auch bei Anfängern funktionieren. So ist es nicht. Aber ihr habt schon nicht mal diese Erwartungshaltung im Kopf. Ah ja, Anfänger einfach und alles mögliche Einstieg so. Nicht unbedingt. Jetzt habt ihr halt ein bisschen, könnt ihr ein bisschen ernster dran gehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Auch unten in die Kommentare schreiben, welche Sorten euch als anfängerfreundlich angepriesen worden sind, die sich dann auch am Ende nicht als anfängerfreundlich herausgestellt haben oder Kulturen, die mehr als schwer gelten, wie Melonen, ich würde auch Gurken darunter zählen, Brokkoli oder Blumenkohl und die ihr beim ersten Mal perfekt auf eine Punktlandung angebaut habt. Werdet zur Samenschleuder, denn die Welt muss mal ein bisschen grüner werden, die hat es bitter nötig.